Die machen keinen Ärger mehr. Erst jetzt, im Kampf gegen diese Bastarde, verschmolzen mit dem Seelenschinder, ist mir wieder klar geworden, was... Der Sieg unserer Sache liegt nicht mehr fern, seid euch dessen gewiss. Nun wendet sich das Blatt zum Guten für den Orden und zum Schlechten für die Lichtgeborenen. Und nun kehre ich zu meinem Streifen. Sattle uns die Pferde. Wie ihr wünscht, Herr. Hier ist es. Narazul Arantial ist zurückgekehrt. Seid mir willkommen. Callisto, ihr seid momentan der Anführer des Ordens? Nun, dann werde ich diesen Titel jetzt von euch übernehmen. Ich gebe ihn euch gerne. Endlich sind wir. Seid ihr gekommen? Kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Genug jetzt des Geschwätzes. Wir müssen uns nach Kavaed aufmachen. Zu den Pferden! Wie ihr wünscht. Los jetzt, nach Kavaed! Für die Freiheit der...
Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dort vorn auch schon der große Taranor selbst sein. In meiner Stadt ein. Der Kühne war erfolgreich. Taranor, ich hörte, ihr habt euch gegen den Kanzler gestellt und euch unabhängig gemacht. Sehr löblich. Auch wenn die vielen Fahnen mit eurem Banner hier nicht viel Positives über euch vermuten lassen. Ich bitte euch, ein wenig Brimborium und Protz hier und da schadet meiner Herrschaft gewiss nicht. Doch wir sind nicht zum Plaudern hier. Mein Reich ist noch immer vom Feind besetzt. Und ich habe nicht genügend Soldaten für einen umfassenden Gegenschlag. Und auch nicht genügend Demut. Das Blatt wendet sich aber. Die Kunde von eurer Befreiung hat sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Und siehe da, es kommen stündlich gerüstete Krieger der Eterna in die Stadt, um sich euch anzuschließen. Ja, das ist mir bekannt. Jetzt sagt endlich, welche Orte noch erobert werden müssen, damit ich bald nach Erotin aufbrechen kann. Gewiss. Der Feind ist aufgrund meiner Zermürbungsangriffe bereits nervös geworden und hat sich in der Burg Darlan und dem Dorf Mordram zusammengerottet. Wir werden beide Orte gleichzeitig erobern müssen. Dann gehe ich mit meinen Eterna nach Mordram. Ihr und Callisto könnt euch die Burg vornehmen. Danach schließen wir uns an der Pforte zum Nordreich wieder zusammen. Mit Vergnügen. Damit werden meine Soldaten ohne Probleme fertig werden. Ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr mitgeht. Entweder mit mir oder mit ihm, aber eines davon müsst ihr tun, denn wir brauchen jeden Schwertarm. Also, werdet... Fein. Nein, kein Interesse. Vor uns liegt Mordram. Seht ihr es, das Pack des Kanzlers? Seht ihr, wie es zittert und bebt beim Anblick derer, die es für unterjocht gehalten hat? Auf in den Kampf! Sieg den Rechtschaffenen!
Für die Freiheit. Der Schöpfer wird euch strafen. Hört ihr auch, wie das kochende Blut in euch wallt? Wenn auch Taranor Erfolg hatte, ist das Nordreich nun wieder frei. Baratheon dürfte vor Wut und Angst gerade sein hübsches Turmzimmer verwüsten. Zumindest ist die Vorstellung dessen recht amüsant. Nun aber auf zur Pforte des Nordreiches! Ich habe die Burg zurück. Ihr habt einmal mehr bewiesen, was ihr wert seid. Und ich will großzügig sein. Burg Darlan sei ab diesem Moment euer Eigentum. Nun aber werde ich nach Kabai zurückkehren und aus den Ruinen dieses Reiches etwas erschaffen. Ist geboten, denn Baratheon wird allerlei Vorkehrungen treffen, um uns aufzuhalten. Nur keine Sorge. Wenn alles gut gegangen ist, hat Kim des Kanzlers Kriegsmaschinerie schon weitestgehend gelähmt. Hoffen wir es. Ein Sturm zieht auf. Selbst das Wetter ist meinem Zorn gewogen. Ha! Schaut euch das nur an. Scheint, die Bauern haben die Abgaben an den Kanzler satt gehabt. Kim hat sie zum Aufstand angestachelt. Baratheon ist am Ende. Abwarten. Er wird sich in Erotin eingeegelt haben. Seht nach, ob ihr Kim irgendwo finden könnt. Sucht, wenn ihr Kim gefunden habt, dann greift zusammen mit den Bauern das Tor an. Endlich! Endlich! Du bist hier! Ich habe so gehofft, dass du bald nach Erotin kommst.
Ich konnte die Bauern auf unsere Seite bringen. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Plötzlich kamen von überall diese Menschen mit den leuchtenden Augen hervor. Und warst du das? Hast du Arantial befreit? Kaum zu glauben. Jedenfalls kam vor kurzem das Gerücht auf, dass der Kanzler das Nordreich nicht mehr besetzt hält und dass Arantial nun kommen wird. Dann tun wir das doch auch. Du führst den Angriff ab. Na, erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin es, Narrel. Und nun schaut uns an. Jetzt, da Arantial wieder da ist, fürchten sie sich vor uns. Geht jemand durch die Kanäle und öffnet das Tor von innen. Wir beide. Kommt mit. Ich kenne die Kanäle und weiß, welchen Weg wir nehmen müssen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Das meine ich. Der Schöpfer wird euch strafen. Der Schöpfer. Meine Oberarme haben dazu. Ugh!